Samstagabend in Baden-Baden. Frank Elstners Talkshow Menschen der Woche wird aufgezeichnet. Guten Abend, herzlich willkommen. Hier ist das alte Ewert in Baden-Baden zu einer neuen Ausgabe von Menschen der Woche. Heute mit dabei haben wir den Star-Geiger, den Walzerkönig André Rieu. Er ist kurz vor seiner Deutschland-Tournee noch mal hier in Baden-Baden eingekehrt und wird uns erzählen, was uns da alles erwarten wird. André Rieu ist heute nicht nur Gast bei Frank Elstner, sondern vor allem natürlich mein Lockvogel. Okay. Hier. Hallo, hallo. Nach all deinen Auftritten gibt es ja immer eine Party. Mal sehen, was hier übrig bleibt. Lassen wir uns mal überraschen. Frank Elstner und André Rieu führen erst mal 15 Minuten lang ein ganz normales Gespräch. Am Ende geht es um sein neues Album und die Tournee. Und nimmst du deine Stradivari mit? Ja, natürlich. Spielst du mir ein Stück vor? Ja. Wenn du schon einmal hier bist, verstehst okay, du? Mag ich für dich. Ich mag das eigentlich nie, aber... Das ist eines der berühmtesten Instrumente der Welt. So eine Stradivari, die kann auch schon mal 5 Millionen kosten. Ja. Wobei ich sagen muss, die Kiste, die da drumherum ist, die ist verhältnismäßig harmlos. Nein, das. Jetzt sag bloß, die Geige ist nicht drin. Wo ist die Geige? Machst du einen Spaß mit mir oder was machst du? Nee, ich mach wirklich keinen Spaß. Irgendeiner muss deine Geige rausgenommen haben. Ja, aber du machst echt keinen Spaß mit mir, weil ich kann es nicht vertragen. Mit meiner Geige macht man keinen Spaß. Ich muss dir sagen, ich würde so einen Spaß überhaupt nie machen. Wir müssen das jetzt rauskriegen. Wir stoppen hier kurz die Sendung. Wo ist die Geige? Wer hat die Geige gegeben? Wo ist Johann, mein Security-Mann? Johann! Scheiße. Wo ist die Geige? Ich hab dir gesagt, keiner soll den rausholen. Ja, aber Moment mal. Ich weiß, du sollst ihn reinbringen, aber Johann hat ihn dir gegeben. Ja, der Johann hat es mir auch gegeben. Ich war ganz kurz noch auf der Toilette und dann war Wer war auf die Toilette? Welcher Toilette waren Sie? Da vorne irgendwie, auf der Toilette schnell. Zeigen Sie mir die mal. Ja, aber ich rufe Johann dann jetzt, weil... Scheiße. Also jetzt wird's ernst, Leute. Da würde ich an seiner Stelle auch keinen Spaß verstehen. Aber André ist ja auch kein Opfer, sondern ein Lockvogel. So, wo waren Sie zuletzt mit der Geige? Also wo ist da Johann? Vorne durch die Tür und dann links. Aha. Also ich war allein auf dem Klo, da war niemand dabei. Sie hatten als Letzter die Geige in der Hand? Der Sicherheitschef hat sie mir gegeben. Der Habt Johann. Habt ihr hier irgendwo eine Geige gesehen? Der Geigenkasten natürlich, war in der natürlich, der Sicherheitschef vom Herrn Rieu, der passt ja auf die Geige normalerweise auf. André, und als ich, bleib ruhig. Ja, bleib ich nehme ruhig. Nie meine Geige mit, aber jetzt macht das auch das letzte Mal. Jetzt gehe ich mal gucken in die Requisite. Ja, der hat mir gesagt, das sei nicht gut. Ersatzgeige. Weißt du, was die Geige kostet? Nein, ich will es nicht mehr wissen. Wer hat euch denn die Geige gebracht? Er hatte die Geige. Ja, ich hatte die Geige in der Hand. Aber der Johann hatte mir gegeben, der Sicherheitschef vom Herrn Rieu. Wo ist der? Ja, der war auf einmal dann weg. André, du hast einen Sicherheitschef. Ja. Der heißt Johann. Ja, der heißt Johann. Der hat mir auch die Geige überlassen. Er sollte das bringen. Ja. Also ist das Problem, dass dein Johann jetzt mit der Geige unterwegs ist? Falsche Spur, Frank. Wo ist also, der hat zu mir gesagt, ich soll die Geige nicht rausnehmen, hat er zu mir gesagt. Und da war ich nur ganz kurz auf dem Klo. Ja, ich hoffe, das hast du auch nie gemacht. Na, habe ich nicht. Darf den an. Das ist mir schon klar. Ich würde sowas nie anfassen, sowas Teures. Ich habe das nicht angefasst. Ja, aber wo ist dein Sicherheitschef? Ich weiß nicht. Ja. Der heißt Johann. Ich geh jetzt nochmal nach hinten, ich gucke jetzt nochmal. Ja, das ist lustig, aber. Frank Elstner bleibt ruhig. Vor Publikum ist er ganz Profi. Warte doch mal. Was ist mit Auge gebürt? Ist das Johann? Ja, das ist Johann. Was ist da gebürt? Es bei mir verletzt. Zwei Male mit dem Ding. Ja, was habt ihr mit dir getan? Ja, nimm das weg. Ich hole meine Schere. Was ist hier gebürt? Mein Herz ist hier gebürt. Ja, bleiben Sie doch mal ganz ruhig. Jetzt ist bei mir. Sind Sie der Sicherheitsmann? Ja, natürlich. Setzen Sie sich mal hin. Ich bin 2 Monate in Australien. Da passiert nichts. Und ich komme hier. Es war 2 Männer mit dem schwarzen Ding über der Hoft. Also, jetzt aber wer war das denn? Seid doch mal alle ruhig.
Bleibt nochmal alle ruhig. Ja, ruhig. Das heißt, Sie hatten den Geigenkasten ja, schon ohne Stradivari. Ich war der Versicherung. Ich habe der ja, Sicherheitsperson. Vielleicht habe ich wirklich ein paar Sekunden aus den Augen gelassen. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Aber ja, okay. Ja, und, aber Kinder, das muss da einer von euch wissen. Ihr seid verantwortlich für seine Geige. Ja. So, also muss die Geige wieder her. Ich rufe meine Versicherung an. Kannst du jetzt deine Versicherung anrufen? Ja, die kann ich immer anrufen. Für ein Stradivari kann man die immer, wenn ich hier in so eine Scheißbande komme, wo meine Geige weggeholt wird. Der eine stand vor mir, der andere hat mich auf den Kopf geschlagen. Und dann ich bin wach geworden, unten im Keller da. Setzen Sie sich nochmal hin. It's okay, it's okay. So, setzen Sie sich nochmal hin. Und jetzt sagen Sie mir, wo hat er Ihnen auf den Kopf hingehauen? Hier auf der linken Seite da. Das müsste ja eine Beule sein. Eine Beule? Nein, auf meine, who hält das da am Neck? Ja, da. Das ist nicht so wichtig. Wo ist meine Geige? Was ist hier los? Aus hier. Grüß Gott, Elsner. Guten Abend. Wir haben hier ein paar Herren festgestellt mit Sturmhauben. Können Sie mir was dazu sagen? Mit was? Mit Sturmhauben, mit Strumpfmasken. Das waren zwei Männer. Zwei Männer mit so schwarzer Ding. Und wir haben einen Geigenkoffer. Was? Einen Geigenkoffer. Ja, ein Geigenkoffer. Ja, dann bleiben Sie. Ja, das hier ist meine Geige. Holen Sie den dann bitte. Dann kann ich noch was spielen vielleicht in diese Aufregung. Dann frage ich mich, wo kommt der Koffer hierher? Ja, dann haben die wahrscheinlich rausgeholt. Ja, natürlich. Das ist mein Geigenkoffer. So. Wen haben wir denn da? Ja, das ist er. Ja, das ist Ist das Ihre? Ja, das ist nicht so mein Kasten, aber... So schnell wurde noch nie eine Geige wiedergefunden. Ja. Oh, je. Yeah. Also, oh Gott. Ich kann ja nur... Du Scheißkerl, du machst mir hier einen Spaß. Das geht doch gar nicht. Mit einer Geige macht man das nicht. Irgendeiner macht einen Spaß mit mir. Nein. Doch. Wer ist der denn? Das ist einer der Täter. Kennst du den? Warum? Wir haben damit nichts zu tun. Kennst du die dann? Ja, das sind zwei Kandidaten gewesen bei Verstehen Sie Spaß? Ah, siehst du Scheißkerl, du legst mich rein. Das kann ich doch nicht machen. Ich leg dich nicht rein. Ich komm nie wieder in deine Sendung. Was ist das hier? Okay, darf ich mal ganz kurz sagen? Ja. Also wir sind unschuldig. Wir handeln hier einfach im Auftrag von unserem Chef. Guten Abend, lieber Frank, und herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Ich danke dir sehr, Guido. Aber ich habe André Rieu so oft in meinem Leben angesagt, heute kann ich aus vollem Herzen sagen, du bist ein Scheißkerl. Ja, genau.